Ja, hallo Freunde, herzlich willkommen zu einem Collection-Video. Auch diesmal habe ich 10 Filme aus meiner Sammlung rausgesucht, die ich euch in diesem Video präsentieren möchte. So, dann fangen wir doch gleich mal an. Als erstes haben wir hier Police Academy 7, der 7. Teil dieser Kult-Komödien-Reihe über Polizisten. Ja, ich finde den Film, es ist der schwächste Teil, oder? Also mein Geschmack ist es nicht so gut wie die Vorgänger. Sowieso die ersten 2 Teile sind sowieso die besten. Danach schwächt so ein bisschen ab. Es wird ja auch gemunkelt über einen 8. Teil. Bitte kein 8. Teil. Lasst diese Kultreihe einfach so, wie es ist. Wir brauchen keine Fortsetzung, kein Remake oder sowas. Police Academy ohne die originale Cast wäre kein Police Academy für mich. Und wie gesagt, auch wenn der jetzt nicht der beste Teil ist, der gehört einfach dazu. Police Academy 7. So, weiter geht's mit einem Kultfilm. Grease. Ja, wer kennt's nicht? Dieser einfache Name, aber da steckt wirklich super viel dahinter. Mit Olivia Newton-John und John Travolta tanzen sich in die Herzen der Filmfans. Ein Musical, ein Liebesfilm, ein Highschool-Film. Hier sehen wir übrigens die ganze, ich glaube, es war Randall High School, ja? Einfach ein richtig guter Film. Grease. So, weiter geht's mit einer grünen DVD, und zwar Planet 51. Ein Animationsfilm mit Aliens. Und ja, hier spielen ja die Aliens die Hauptrolle. Und ein Mensch entdeckt die Aliens. Und die Aliens denken so, ja, was ist das denn für ein Alien? Für die ist der Raumfahrer einfach ein ungewöhnlicher Typ. Und er halt taucht in die Welt dieser Aliens ein. In Planet 51. Auch die Hülle hier, die gefällt mir super. Also dieses Grün, herrlich. Sehr schön animiert. Kommt von Sony. Planet 51. So, weiter geht's, Freunde. Mit der Kaufhauskopf. Paul Blart, ja, Kevin James, unser dicker, gemütlicher Comedian. Er ist ein bisschen dick, aber das macht ihn wirklich sympathisch, finde ich. Er kann auch super spielen. Ich finde deine... Ja, da fällt irgendwas um. Okay, es gibt ja mittlerweile auch den 2. Teil dazu, weil ich finde den 1. Teil am besten. Paul Blart, der Kaufhauskopf. So. Weiter geht's mit Whoopi. Ja, Whoopi Teil 2 in Sister Act. Sister Act ist einfach genial, weil da spielt eine, neben der wundervollen Whoopi Goldberg, die natürlich der Star des Films ist, eine wunderbare Lauryn Hill, und die bringt den Soul in diesen Film. Die singt da wirklich. Eine noch junge Lauryn Hill, die Leadsängerin von den Fugees. Freunde, die spielt super und die singt da super. Also wirklich, da sind ein paar Songs. Das sind so richtige Ohrwürmer, ja? Sister Act 2. Weiter geht's. Und zwar mitten ins Herz mit Hugh Grant und Drew Barrymore. Ja, für mich, warum habe ich diesen Film geholt? Das Publikum für diesen Film ist eher so, ja, weiblich. Aber ich würde das ist nicht sagen, dass es ein Film für Frauen ist, obwohl hier Werbung dafür ist. Wer so ein bisschen auf gute Musik steht, für so diesen 80er Charme hat, hat dieser Film wirklich. Und ich liebe Drew Barrymore. Ja, sie ist eine meiner Lieblingsschauspielerinnen, und den kann jeder anschauen. Egal, wer, ob ihr jetzt Frau oder Mann seid. Mitten ins Herz ist einfach eine schöne Liebeskomödie. Da wird viel gesungen. Nicht getanzt, aber doch, getanzt wird da, glaube ich, auch eine Szene. So, weiter geht's. Jetzt kommen wir von Pop zu Rock. Und wer kann da, wer ist der beste rockende Schauspieler? Natürlich Mr. Jack Black. Das ist wirklich ein cooler Typ. Ja, er wird von der Band rausgeschmissen und rächt sich so, dass er so eine Musikklasse oder so eine Musikschulklasse eine Rockband gründet und bei den
Battle of the Bands mitmacht, um da den Preis abzustauben. Ist ein wirklich sehr guter Film. Und Jack Black rockt alles weg, Freunde. So, weiter geht's mit Haus über Kopf. Wie Milch und Kaffee zusammen gut passt, passt auch hier Steve Martin und Queen Latifah. Und genau wie Whoopi und Jack Black ist auch Queen Latifah eine meiner Lieblingsschauspielerinnen. Sie ist wirklich hammer gut. Und in der Kombination mit einem, ja, in dem Film ist er so ein bisschen, ja, so ein normaler Steve Martin und die abgedrehte Queen Latifah, das passt perfekt. Und das ist einer der Filme, die ich mir sofort zum Launch geholt habe. Da war mir der volle Preis total wert. House of Kof. Und der Soundtrack dazu ist auch sehr gut. Also da singt auch die Queen. Sie ist ja eigentlich eine Rapperin, macht Schauspielerei, hat eine Talkshow und sie ist einfach ein Multitalent. Queen Latifah. Ich liebe sie. So, weiter geht's mit dem guten Michael J. Fox in Teen Wolf 1. Und im zweiten Teil hat Jason Bateman mitgespielt. Der Name sagt mir jetzt nichts, aber wenn ich das Gesicht sehe, der hat in verschiedenen 80er Teenie-Komödien mitgespielt. Teen Wolf 1 und 2 in diesem Doppelpack. Ein Kultkomödie. Ja, der Wolf in einem Ferrari. Oder was ist das? Sieht nach einem Ferrari aus. Ja, allein schon, wenn ich so denke, was muss Michael J. Fox da in der Maske sitzen, um dieses sich das dran zu maskieren, ja? Das muss ja lange gedauert haben. Man nimmt ihn wirklich ab, dass er ein Werwolf ist, aber es ist kein Horrorfilm, es ist eine Komödie, Freunde. So, und zu guter Letzt haben wir die drei süßen Charlies Engel hier, das ist Cameron Diaz und Jamila Drew Barrymore und Lucy Liu. Ja, da steckt wirklich Power drin, Freunde. Da haben wir auch ein sehr schönes DVD-Cover. Das haben sie wirklich gut designt hier. Und volle Power mit den drei Engeln hier. Und da steckt wirklich Action, Komödie. Was will man mehr, Freunde? Also, kann ich auch empfehlen, drei Engel für Charlie in dieser Special Edition. So, das waren meine 10 Filme, die ich für dieses Video rausgesucht habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch mal ein Abo da oder gebt Kommentar oder einen Daumen. Würde mich freuen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hatte ich das eben gesagt? Ja. Okay, bis demnächst. Bye, bye.